PASCH ist eine Initiative des Auswärtigen Amts der Bundesrepublik Deutschland. Es ist ein weltweites Netzwerk von Schulen, die den Deutschunterricht fördern.我们学校呢，在2015年开始就和哥特学院开展一些关于PASH项目的合作。同时呢，我们的艺术教育和体育教育也是我们的办学特色。另外，在体育项目当中呢，我们是北京市海淀区的足球示范学校。同时呢，我们的国际理解教育也是我们学校的办学特色。今年呢，正好呢是PASH项目开展10周年。 今年呢，我们也非常高兴，哥特学院能够把足球季的活动安排在中国农业大学附属中学来举行。我们希望呢，所有的参赛的选手和我们的教师们能够收获很多的喜悦和幸福。PASH Kickt ist ein Sommercamp für Schüler an PASH-Schulen und Sportlehrer. Die Trainer kommen aus Deutschland, die Teilnehmer kommen aus China. Dadurch findet ein intensiver Austausch statt über Fußball, über die deutsche Sprache und man lernt sich besser kennen, man erfährt etwas über die andere Kultur. Ich bin Chen Zihao, ich bin aus der Qingdao大学附属中学的一名学生, ich bin 高一年级的. Ich bin Zhang Hongshuo, ich bin aus der Shenyang装备制造工程学校, ich bin jetzt 高一. Ich bin Liu Jie, ich bin aus der Zhuzhou市南方外国语学校, ich bin jetzt 已经步入高三了，知道了很多球场上的位置，还有知道了很多球星。我们在德语课上做了手工类的，就是会自己拼接，或者是去找单词，然后认单词，然后再把它拼接在一起，像是那种配对的那种练习，可以加深。 对场上位置还有单词的理解和认识。我比较喜欢 Felix 这个教练，因为我觉得他教我们很耐心，而且长得也挺帅。Ich bin über meinen Vater zum Fußball gekommen. Der hat mir früh das Fußballspielen gezeigt. Und als ich dann in die Schule gekommen bin, haben alle Kinder um mich herum oder alle Jungs um mich herum schon Fußball gespielt. Ich komme aus München. Ich bin hier, um Erfahrung zu sammeln in China, auszuprobieren, wie unsere Philosophie der Münchner Fußballschule vielleicht hierher passt. Ich fange mal mit den Schülern an. Das Training mit den Schülern läuft sehr, sehr gut. Sie hören sehr gut zu, sie sind sehr aufmerksam, sie wollen lernen. Die lernen sehr schnell, die saugen alles auf, was wir ihnen zeigen. Ganz viele tolle Erfahrungen, viele lustige Erfahrungen, unglaublich viele nette Menschen, unglaublich fleißige Kinder, unglaublich tolle Trainer. Alles in allem eine riesige Erfahrung, die ich mit Sicherheit nicht vergessen werde. Und von den Sportlehrern, ich finde es klasse, dass alle sehr strukturiert denken. Ich spiele Fußball, seit ich denken kann, seit ich laufen kann. Es ist einfach unser Sport in Deutschland. Naja, zum einen finde ich Sport grundsätzlich sehr, sehr wichtig, einfach als Ausgleich. Und dann finde ich eben, dass durch einen Mannschaftssport wahnsinnig viele Werte, die wir dann später im Beruf sowieso auch brauchen, toll vermittelt werden. Also dieses Fußballcamp ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie so eine Kooperation funktionieren kann. Denn nicht nur die Teilnehmer und die Trainer tauschen sich aus, auch die Organisatoren arbeiten zusammen, lernen voneinander und übereinander. Session. Danke. Tschüss. Bye-bye. Okay.